Hallo und herzlich willkommen zu einer, oh, Schreihals. Zu einer neuen Folge von Jurassic Minecraft. Ich befinde mich im Creative-Modus und das hat auch einen Grund, weil vor meinem Charakter, also in die Richtung, wo der Charakter guckt, dort steht unser erstes gebautes Haus. Das werde ich euch natürlich jetzt noch nicht zeigen, denn das werden wir gleich gemeinsam im Speedbuild bauen, beziehungsweise ich habe schon gebaut, aber wir gucken uns das dann gleich gemeinsam im Speedbuild an, wie das Haus entstanden ist. Für mich ist dann nochmal wichtig am Ende des Videos, dass ihr vielleicht in die Kommentare schreibt, wie ihr es findet, wenn ich bei so Baufolgen dann einfach mal in den Creative-Modus wechsle, damit das alles so ein bisschen detailreicher wird, schneller geht und sowas. Weil das Video wird jetzt auch ein bisschen kürzer ausfallen, weil alles vorgespult ist. Aber ich denke mal, zum Zuschauen ist es auf jeden Fall beim Bauen um einiges angenehmer, so wie ich es jetzt gemacht habe. Also wäre ganz cool, wenn ihr mir da ein Feedback geben würdet. Die Mods-Liste hat sich auch nochmal aktualisiert, also wenn ihr da das aktuelle Modpack haben wollt, schaut in die Videobeschreibung, dort verlinke ich das dann nochmal. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir einfach mal unser Haus. Und es geht direkt los. Sogar eine Außenperspektive. Das kann man nämlich sehr entspannt aufnehmen mit der Replay-Mod. Und dann kann man sogar so Kamerafahrten und sowas machen. Wundert euch übrigens nicht, wenn ich hier jetzt gerade die ganze Zeit erstmal so Strukturen platziere, die sich dann im Nachhinein erst ausfüllen. Das ist auch eine Mod. Da hat man dann noch mehr Freiraum, was so Materialien angeht. Also da kann man dann zum Beispiel so eine Zaunstruktur platzieren und die dann im Nachhinein mit jeder Farbe füllen. Die ist natürlich auch im neuen Modpack enthalten. Ich weiß gerade gar nicht, wie die genau heißt. Und hier seht ihr auch schon direkt die nächste Mod, nämlich eine Dächermod. Damit kann man so Schrägdächer machen. Wir bauen jetzt gerade ein Vordach für den Eingangsbereich. Das nimmt hier ganz schön schnell Form an. Im Speedbuild ist es, glaube ich, echt viel angenehmer für euch zum Zuschauen. Ich habe mich tatsächlich bei dem Bau jetzt auch von einem YouTube-Video inspirieren lassen. Ich habe natürlich meinen eigenen Touch dort mit reingebracht, das auf jeden Fall. Aber ich habe so lange nicht in Minecraft gebaut, da war es dann, glaube ich, sehr, sehr hilfreich für mich, erstmal wieder mit ein bisschen YouTube-Vorlage zu arbeiten. Aber ich denke, meinen zukünftigen Projekten werde ich mich vielleicht dann auch mal komplett selber austoben, ohne irgendeine Vorlage. Jetzt geht es hier schon auf die andere Seite von dem Dach. Also es wird jetzt kein großes Haus, wie ihr sehen könnt. Wird auch nicht so mega viel Platz drin sein. Aber im Endeffekt war für mich jetzt erstmal nur wichtig, dass wir einen Schlafplatz haben, der nicht ganz so doof aussieht. Das hier ist jetzt auch schon das Hauptdach in zwei Farben. Einmal so ein dunkleres Holz und ein helleres. Ich liebe die Replay-Mod, damit kann man so coole Aufnahmen machen. Und vor allem funktioniert das auch super, super simpel. Also das ist echt nicht schwer. Man muss einfach nur eine Taste drücken, wenn man in-game ist. Dann nimmt er auf und im Nachhinein kann man dann alles so bearbeiten, wie man möchte, mit den Kamerafahrten. Hier kommen auch schon die ersten Fenster, mit Glasscheiben natürlich. Und dann wird die Decke weitergezogen. Und die Rückwand natürlich auch. Und jetzt wird das Dach weitergeführt. Diese Holzstämme, da kommen gleich wieder weg, keine Sorge. Die muss ich dort nur einmal hin platzieren. Werdet ihr gleich sehen, warum. Denn ich habe dort solche Falltüren gemacht und das geht halt nur, wenn man den ganzen Block hin platziert. Darunter sollte nämlich eigentlich nur ein halber Block. Sieht gerade alles noch sehr komisch aus. Das füllt sich aber jetzt alles aus. Und jetzt klappe ich die Falltüren hoch und schon sieht es relativ normal aus. Das sieht halt alles nicht so eckig aus, wenn man so ein bisschen ja, dem Ganzen Tiefe gibt durch so ein paar kleine Kanten und sowas. Seht ihr jetzt zum Beispiel von unten, das sieht jetzt wesentlich cooler aus, als wenn es nur ein normaler Block wäre. Und ich finde, die Falltüren kann man dafür super nutzen. Und mit dieser Mod, dass man die Strukturen einfärben kann, kann man der Falltür halt auch jede Farbe und sowas geben, was echt cool ist.
Das mit dem Einfärben funktioniert übrigens, wenn man in-game ist, immer direkt. Also das ist dann nicht so verzögert. Diese Verzögerung entsteht leider durch die Replay-Mod. Das kann ich nicht ändern. Aber ist ja nicht ganz so schlimm. Man sieht es ja trotzdem relativ zügig, in welcher Farbe ich da was platziert habe. Und hier bauen wir auch nochmal einen weiteren kleinen Balkon. Das ist jetzt sozusagen hier der Hinterausgang aus unserem Haus. Auch hier mache ich jetzt das gleiche mit dem Baumstamm, was ich vorher auch schon gemacht hatte. Die kommen da gleich wieder weg. Die sind halt nur dafür da, dass ich die Falltüren platzieren kann. Auf der Rückseite mache ich das Ganze natürlich auch. Alles einmal fein säuberlich hochklappen und einfärben. Und unten drunter kommen dann wieder halbe Blöcke. Und da fehlten auch noch einige Säulen natürlich. Die habe ich aber im gleichen Abstand platziert wie vorne auch. Und auf der Rückseite kamen natürlich auch nochmal Fenster rein. Sogar drei Stück. Und zwischen den Fenstern habe ich dann auch wieder wie vorne nochmal so eine Laterne gehangen, damit das Haus auch so ein bisschen beleuchtet ist. Und unter den zweiten Balkon, dort habe ich nochmal so einen kleinen Lagerraum gebaut. Und davor nochmal ein kleines Blumenbeet. Dort habe ich ein paar Gräser drauf platziert. Und dann auch noch einmal sozusagen das Grundstück unter dem Haus eingezäunt mit so einer Mauer. Und jetzt braucht man natürlich auch noch einen Weg nach oben zum Haus, dass man auch reinkommt. Da habe ich eine Treppe aus Stufen gebaut und solche Falltüren als Geländer genommen. Und auf der Vorderseite habe ich dann einen normalen Zaun gemacht. Auch wieder in diesem dunkelbraunen Ton. Und jetzt kamen auch noch einige Gräser und Bepflanzungen unter das Haus, beziehungsweise in den Garten von dem Haus. Dann habe ich auch noch so ein bisschen Wasser platziert. Das Wasser ist sowieso wunderschön durch den Shader. Und das sorgt dann auch nochmal für eine richtig tolle Atmosphäre im Garten. Mir kommt sogar gerade noch so eine Idee, wo ich das sehe und das Voice-Over aufnehme. Man könnte dort ja vielleicht noch Fische oder so rein platzieren. Es gibt ja auch so kleine prähistorische Wasserlebewesen, sage ich mal. Zum Beispiel der Nautilus, diese kleine schwimmende Muschel. Vielleicht können wir da irgendwie mal was ausbrüten oder die DNA von irgendwas gewinnen. Und das dort dann schwimmen lassen im Garten, das wäre eigentlich ganz cool. Man könnte das ja auch an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen tiefer machen, damit die auch genug Platz haben. Aber mal schauen, ist gerade nur so eine Idee, die mir in den Sinn kommt. Werde ich bis dahin wahrscheinlich sogar vergessen haben. Jetzt komme ich hier nochmal zu dem Hinterausgang. Aber wo steckt denn der kleine Dandy? Da ist er. Der baut nämlich jetzt eine Leiter dort hoch. Da musste natürlich drin auch noch die Decke ein bisschen angepasst werden. Da gab es auch solche richtig coolen Schrägen.
Die kann man halt auch einfärben mit jedem Material. Dadurch war das Ganze dann nicht ganz so eckig. Und ich hatte sogar eine Mod gefunden, mit der man Qualm machen kann für so einen Kamin. Den Kamin tausche ich gleich auch noch aus. Der wird nicht aus Holz bleiben. Aber erstmal mache ich jetzt hier nochmal ein bisschen Weg schon mal. Das Wegenetz wird auch noch viel, viel größer werden später. Wenn wir dann die ganzen Felder und so an den richtigen Stellen haben. Da wird dann auch der Weg drumherum führen. Aber jetzt kam sogar ein bisschen Deko. Ich hatte nämlich auch eine Möbelmod installiert. Da gab es dann auch so Stühle, Tische, Teller. Oder sogar ein Toastbrot, was ich auf den Teller platziert habe. Ach, und eine Klingel gab es auch noch. Jetzt tausche ich den Kamin sogar aus, ihr könnt es sogar sehen. Und eine Pflanze ist dort noch aufgepoppt im Nachhinein. Ja, manchmal sind so ein paar Objekte, die erst später auftauchen durch die Replay-Mod. Kann ich leider nicht ändern. Und hier habe ich jetzt auch nochmal eine Leiter gebaut, die in das Haus von unten reinführt oder von oben im Haus in den Garten führt nach unten. Und dort unten kamen auch noch ein paar Lagerkisten rein, wo ich auch das geplante Lager hatte. Und natürlich auch noch eine kleine Laterne zur Beleuchtung. Und den Boden hier, den habe ich mal ein bisschen von dem Grün befreit und mich dann dort für eine dunkle Erde einfach entschieden. Das Ganze habe ich hier dann auch noch weitergeführt, so ein bisschen fleckenmäßig, damit es natürlicher aussieht. Dazwischen auch noch mal so ein paar Gräser gepackt. Und das hier ist das fertige Ergebnis. Wir machen natürlich jetzt nochmal gemeinsam eine Begehung in unserem ersten Eigenheim. Das hier ist unser Garten mit ein paar Pflanzen, ein bisschen Wasser. Darunter sind auch noch ein paar Gräser. Ich werde natürlich hier die Sachen nicht abbauen, wenn ich mal Zuckerrohr oder so brauche. Das werde ich aber allgemein so handhaben bei den Sachen, die ich im Creative-Modus mir, ja in Anführungszeichen, ercheatet habe. Die werde ich jetzt nicht nutzen, um Fortschritt dadurch zu erlangen. Also es wird hier einfach schön zur Deko einfach nur stehen. Gehen jetzt aber mal hinein, denn dort drin hat sich auch noch einiges geändert. Habe ich nur noch Inneneinrichtung gemacht. Aber erstmal gehen wir hier vorne auf den Balkon. Dort gibt es einen lecker Toast und Stühle, auf die man sich sogar setzen kann. Mit einem wunderschönen Ausblick. Und einer Pflanze. Ist doch schon echt idyllisch, oder? Da unten sind dann unsere Tiere. Hier geht es dann hinein. Mit einem kleinen Schrank. Der hat auch Stauraum, aber sowas finde ich tatsächlich nicht schlimm, wenn ich das dann auch nutze. Weil ich hätte mir auch einfach Truhen aus Holz bauen können. Wäre jetzt ja auch kein großes Ding gewesen. Und das sieht einfach ein bisschen schöner aus. Hier sind auch solche Fensterläden oder solche, wie heißen die denn? Lissés, die man zumachen kann. Leider konnte ich die nicht bis unten machen. Das hätte ein bisschen doof ausgesehen. Aber so sieht es auch schon ganz cool aus. Und dann haben wir sogar einen Deckenventilator hier in dem ersten Raum. Das ist sozusagen das Wohnzimmer. Mit Fernbedienung. Und einem Fernseher. Da kann man sogar, glaube ich, irgendwie ja, Channel anmachen, dass da was läuft. Aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Ist mir ehrlich gesagt auch nicht so wichtig. Sofa gibt es natürlich auch, wo man sitzen kann. Und auch eine Lampe, die man an- und ausschalten kann. Und das war's. Ist halt nicht so groß hier, das Haus. Hier ist noch ein zweiter Raum. Mit einem Bett, einer Lampe. Bett kann man natürlich auch nutzen zum Schlafen. Noch mehr Stauraum mit dem Ausblick. Und hier geht es auch noch runter. In den Hinterhof, da gehen wir gleich hin. Natürlich geht es auch noch hier hinten raus. Hier ist dann auch noch mal eine Blume. Und hier geht es auch noch mal runter. Aber wir gehen mal innen drin jetzt da durch, würde ich sagen. Hier geht es nämlich auch runter. Wie geht man denn Leitern? Ah, okay. Jetzt sind wir im Garten.
Hier ist auch nochmal so ein kleiner Lagerbereich. Da kann man auch nochmal einiges in die Kisten packen. Und dann geht es hier hinten auch noch raus. Da wird dann auch noch irgendwann weitergebaut, denke ich mal. So, das ist auf jeden Fall unser kleines, süßes Haus. Das ist jetzt soweit fertig. Auch mit funktionierenden Schornsteinen. Leider backt der so ein bisschen rum mit den Farben manchmal. Ich glaube, das liegt einfach am Shader. Oh, ich hoffe, es hat euch aber gefallen, unser Hausbau hier. Ich bin sehr zufrieden, optisch. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze noch entwickelt, wenn wir noch weitere Sachen hier bauen. Ich glaube, das kann richtig schön werden. Wir haben ja noch einiges an Platz hier. Aber in der nächsten Folge wird es dann natürlich erstmal wieder im Survival-Modus weitergehen. Dann wollen wir endlich mal unseren ersten Dino, ja, ausbrüten am besten. Also ein Ei, die DNA aus einem Ei gewinnen und dann den ersten Dino ausbrüten. Ihr habt euch ja den Velociraptor gewünscht. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Und jetzt bedanke ich mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich selber ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.